Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Abenteurer. Wie immer zuerst die Zusammenfassung für die Leute, die keine Zeit für alles haben. Die Mavro LF ist eine extrem vielversprechende Kamera, die das Potenzial hat, den Markt komplett aufzurütteln. Allerdings ist der Weg dahin noch ein relativ langer. Meine Kaufempfehlung deswegen nur an Leute, die sie nicht als Hauptkamera nutzen wollen. Unsere lieben Freunde von MediaTek haben mir die Kamera freundlicherweise für ein paar Tage zum Testen überlassen. Dabei ist kein Geld geflossen und es hat keine Gehirnwäsche stattgefunden, zumindest nicht bei mir. Ich würde mir wünschen, dass Kinefidelity das Video schaut, meine Kritik ernst nimmt und sich vor allem zu Herzen nimmt. Bisher besteht allerdings keine Verbindung zwischen der Company und mir. Und jetzt los. Die technischen Aspekte der Kamera lesen sich erstmal ziemlich krass. Vollformatsensor, 6K bis 75 Frames pro Sekunde. Dual Native ISO, ProRes und RAW intern auf SSD-Festplatten und wechselbare Mounts. Ich habe die Kamera mit meinen EF-Optiken getestet. Es gibt zwei Arten vom EF-Adapter, einmal mit internem ND-Filter und einmal ohne. Der interne ND-Filter, der verbaut ist, ist wirklich sehr gut und lässt sich in vielen Stufen regeln, aber minimale ND-Stufe ist 0,6. Das sind zwei Blendenstufen und das ist wirklich relativ viel. Wenn man also ND komplett rausnehmen will, muss man erst den anderen Adapter verwenden und das ist ein bisschen arg umständlich und ehrlich gesagt unnötig. Also ich würde mir persönlich mindestens interne ND-Filter einfach in der Kamera wünschen, auch gerade für die anderen Anschlüsse. Und ja, ich spreche es aus, ich möchte ND-Filter direkt auf dem Sensor und am besten elektronisch stufenlos verstellbar wie bei der FS5 von Sony. Ja, ich weiß, ich habe Ziele, Wünsche, aber... Die Mavro fühlt sich wirklich sehr hochwertig verarbeitet an, kommt mit allen Anschlüssen, die man braucht und die sehen auch erstmal sinnvoll verbaut aus. Man kann die Kamera entweder über das Zusatzmodul hinten mit V-Mount-Akkus speisen oder über den Side-Grip mit diesen Sony-Akkus, von denen ich immer die Bezeichnung vergesse. Das ist einerseits angenehm von der Auswahl her und andererseits kann man dadurch einen Endlosbetrieb gewährleisten, zumindest angeblich, weil ich keine von diesen Sony-Akkus habe, konnte ich das nicht testen. Aber andere Reviews sagen, das geht, von daher glauben wir denen einfach mal. Der Side Grip fühlt sich wirklich gut an, also er liegt gut in der Hand, er liegt gut an der Kamera, er ist gut verbaut und alle Tasten sind wirklich schnell und easy zu erreichen. An der Seite der Kamera gibt es ein Display, das ist aktuell noch relativ nutzlos, soll aber in Zukunft durch ein Firmware-Update angepasst werden, dass hier die Einstellungen der Kamera zu sehen sind, was ich wirklich sehr begrüßen würde, nicht nur für den Normalbetrieb, sondern auch, wenn man die Kamera ohne den eigenen Monitor zum Beispiel am Gimbal hat und einfach die Einstellung schnell ändern muss und einsehen möchte. Es gibt die Kamera in diesem Pro-Setup, so wie ich sie jetzt auch zum Testen bekommen habe. Und da ist dann direkt so ein Cage mit Schulterplatte dabei. Das ist auch sehr wertig, fühlt sich gut an. Man muss aber wissen, dass das keine VCT-Platte ist. Das heißt, man kann sie jetzt nicht, wenn man eine VCT-Plate hat, damit benutzen. Das macht es für mich wiederum ein bisschen nutzlos, aber man kann sie halt dann ganz normal an eine Stativplatte schrauben. Dementsprechend, wenn man das vorher weiß, dann ist es kein Problem. Ich wollte es nur gesagt haben, weil es für mich blöd wäre. Besonders Angst hatte ich vor dem Monitor, weil meine letzte Begegnung mit Kinefinity war die Terra 4K letztes Jahr und die hat wirklich diesen unendlich grauenvollen, unbenutzbaren Delay gehabt zu der Zeit noch. Das ist eine wahnsinnige Verzögerung von ungefähr 10 Frames hieß es gerade und das ist für Musikvideos, wo man vielleicht rhythmisch arbeiten will, praktisch nicht verwendbar. Und entsprechend skeptisch war ich natürlich auch jetzt der Mavro LF gegenüber. Größerer Sensor, größere Auflösung, hat sich erstmal so angehört, als würde es wieder ein gleiches Problem geben. Und ich muss sagen, es ist viel besser. Also es ist immer noch ein Delay da und das Bild ruckelt bei Schwenks generell so ein bisschen, was echt schade ist und nach wie vor meiner Meinung nach verbesserungswürdig ist. Aber es ist nicht so schlimm wie damals und man kann wirklich mit dieser Kamera arbeiten. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass gerade bei schnelleren Bewegungen, Musikvideos, Sportevents, dass das dann vielleicht doch zu einem Problem werden könnte. Ich würde sagen, es fällt unter Meckern unter hohem Niveau, aber es ist auch eine Kamera, die auf hohem Niveau mitspielen will, deswegen macht das ja auch irgendwie Sinn. Okay, ich weiß, ich meckere immer über jedes einzelne Menü, aber ich finde es auch einfach immer angebracht. Es kann wirklich nicht so schwer sein, einfach ein gescheites Menü zu entwickeln. Abgesehen von der neuen Blackmagic Pocket 4K hatte ich echt noch keine Kamera in der Hand.
die ein gutes Menü hat. Und selbst Blackmagic hatte einen langen Weg dahin. Die Menüs waren am Anfang grauenvoll. Und sie haben sie immer wieder angepasst, bis sie da waren, wo sie jetzt sind. Tja, mein erster Eindruck von der Marvo LF und ihrer Menüführung war, Überraschung, gut. Sie sind zwar nicht hübsch, aber dafür übersichtlich, simpel und man hat nach ziemlich kurzer Zeit verstanden, was wo ist und wie man da hinkommt. Nice. Aber, und es gibt leider ein großes Aber, die direkten Einstellungen für den aktuellen Shot, das heißt ISO, Weißabgleich, Framerate, Auflösung, Shutter Speed, muss man über einen von vier Quick-Buttons einstellen, die auf mich einfach komplett sinnlos und random belegt wirken. Also wirklich jedes Mal musste ich aufs Neue mich durch alle Knöpfe durchdrücken, bis ich irgendwann bei der Einstellung war, die ich ändern wollte. Weil normalerweise gewöhnt man sich ja dran. Aber hier ist es wirklich so kreuz und quer und ohne System, dass ich einfach keinen Sinn dahinter gefunden habe. Dabei wäre es so einfach, dass man über einen Button sozusagen ein Q-Menü aktiviert und mit dem Drehrad oder den Pfeiltasten einfach immer zum nächsten Punkt springt und alles ändert. Es wäre so simpel und viel eingänglicher. Also wirklich, Kinefinity, das muss nicht sein und meiner Meinung nach darf das nicht sein. Zumal die Menüs eben nicht in Reihenfolge erscheinen, sondern einfach kreuz und quer. Also es ist irgendwie, warum? Man kann die Menüs auch über die Buttons am Sidegrip erreichen. Das ist definitiv simpler und schneller, aber immer noch genauso undurchdacht. Auch da könnte man viel einfacher zum Ergebnis kommen. Und ich bin mir sicher, über die Implementierung durch so eine Art Q-Menü würde man allen Kunden und potenziellen Kunden einen riesen Gefallen tun und sich definitiv nochmal besser am Markt platzieren. Und es sind genau solche Sachen, die mir das Gefühl geben, dass solche Kameras von Nicht-Kameraleuten im Labor entwickelt werden und dann auch nicht an Kameraleute ans Set gegeben werden. Was total schade ist, weil ich meine, wir sind ja hier, wir würden es ja machen. Also ich auf jeden Fall und ich bin mir sicher, viele andere auch. Und wenn wir schon bei Wünschen sind, sorry fürs viele Meckern, ich verspreche, die positiven Punkte kommen gleich, packt doch zu den Auflösungen direkt noch das passende Seitenverhältnis dazu. Wenn ich, warum auch immer, gezwungen bin, den Sensor-Crop zu verändern, will ich nicht raten müssen, ob die neue Auflösung das gleiche Seitenverhältnis hat wie der Shot davor. Weil dafür gibt es einfach viel zu viele verschiedene Auflösungen, was natürlich was Positives ist. Aber einfach so eine kleine Bezeichnung dazu würde, glaube ich, allen helfen. Und jetzt endlich was extrem Positives, wofür ich super dankbar bin und wo ich möchte, dass alle anderen Hersteller sich direkt eine Scheibe abschneiden. Presets. Man kann, wie meine geliebten Custom-Menüs an der GR5, bis zu 8 Presets abspeichern. Das heißt, man kann super schnell von einem Vollformat 6K zu allem anderen wechseln, zu einem super 16 200 FPS innerhalb von Sekunden. Vielen Dank dafür, das ist super geil und das möchte ich in allen anderen Kameras genauso sehen. Die Marvo LF bietet eine schier unendliche Auswahl an verschiedenen Auflösungen und am besten wirft man einfach mal einen Blick auf die Webseite, um das wirklich zu durchschauen. Letztlich kann man die Auflösung runterschrauben und dadurch eine höhere Framerate erzielen. Das ist aber häufig mit einem Sensor Crop verbunden, mehr dazu gibt es gleich im Punkt Slow-Mos. Eines der Hauptmerkmale der Marvo LF ist natürlich auch die interne Aufzeichnung. Neben ProRes von ProRes LT in 10-Bit bis ProRes 4444 in 12-Bit kann sie auch RAW aufzeichnen. Intern. Aktuell sind das Cinema DNGs, demnächst soll aber auch noch das hauseigene Kino RAW nachgeliefert werden. Auch hier muss man aufpassen, nicht jede Auflösung und jede Framerate ist mit jedem Aufnahmeformat kombinierbar. Auch da, wie gesagt, lohnt sich der Blick auf die Webseite, um so ein bisschen die Übersicht zu bekommen. Es wirkt erstmal super kompliziert, aber eigentlich hat man es dann relativ schnell durchschaut. Den Link zu der Webseite gibt es natürlich auch in der Beschreibung. Die Kinefinity-Kamera kommt mit zwei sehr unterschiedlichen nativen ISO-Werten. Das ist einmal 800 und einmal 5120. Angenehmerweise muss man in der Bedienung nichts machen. Ab einem ISO-Wert von 2000 nutzt die Kamera automatisch den höheren nativen ISO-Wert von 5120. Und ich frage mich, warum das andere Kameras nicht auch so machen. Looking at you, Eva. Im Vollformat-Modus ist das Bild wirklich sehr, sehr clean. Probleme hat man eher, wenn man Sensor Crop und höhere ISO-Werte benutzt, weil logischerweise man zoomt ja einfach nur rein und dementsprechend vergrößert man auch sein Rauschen. Aber da kann die Kamera nichts für. Also im Full Readout ist sie wirklich sehr gut und ich bin auch wirklich sehr angetan davon, was sie im Lowlight-Bereich liefert. Also man kann gefahrfrei im Vollformat-Modus ordentlich ISO geben.
Es steht bei uns noch ein Direktvergleich zur EVA One aus und ich bin wirklich mal sehr gespannt, was der ergibt. Okay, also die Mavro hat ein relativ interessantes Konzept für ihre Slow-Mo-Aufnahmen. Wenn die volle Auflösung an die Framerate-Grenze stößt, kann man einfach auf Pixelbereiche verzichten und dadurch höhere Framerates erzielen. Sprich, der 16:9 Bereich wird begrenzt auf zum Beispiel 21:9 und dadurch können in diesem Bereich höhere Framerates erzielt werden. Das ist eigentlich ein ganz cooles Prinzip. Und um dann noch höhere Bildraten zu erreichen, kann die Kamera auch den kompletten Sensor croppen. Nach dem Vollformat gibt es also den Super 35, den Micro Four Thirds und den Super 16 Ausschnitt. Mit denen sind dann also kleinere Auflösungen und höhere Framerates möglich. Das Schöne dabei, egal welche Framerate man nutzt, es findet kein Line-Skipping statt. Das heißt, egal ob 100 FPS oder 25 FPS, die Qualität bleibt exakt gleich. Davon ausgehend, dass der Sensorbereich und die Auflösung gleich bleiben, versteht sich logischerweise. Bei voller Sensorauslesung und 6K Auflösung schafft die Mavro bis zu 50 Frames pro Sekunde. Wenn man den Bereich eben ein bisschen eindämmt, sogar bis zu 75 Frames. Das ist wirklich mehr als beachtlich, aber in meinem Test sind die 75 FPS Aufnahmen nach ein paar Sekunden immer abgebrochen. Da ich die von Kinefinity vorgeschriebene KineMac SSD benutzt habe, habe ich die SSD als Problem erstmal ausgeschlossen und dachte dann, okay, vielleicht gibt es den 6K 75 Modus nur als Burst, wie damals die Sony FS700 zum Beispiel, dass man nur ein paar Sekunden lang aufzeichnen kann. Allerdings gab es dazu weder vom Hersteller eine Info, noch habe ich im Internet irgendwas dazu gefunden. Und die Clips sind alle verschieden lang, das heißt mal irgendwie nach ein paar Sekunden abgebrochen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Dementsprechend glaube ich, da ist irgendwie eher was anderes nicht richtig. Ich habe bisher noch niemand anderen irgendwas dazu sagen hören, von daher kann es sein, dass es nur an meinem Testmodell lag. Aber wäre natürlich schön, wenn man sich auf sowas verlassen könnte. Alle anderen Formate, Auflösungen und so weiter gingen auf jeden Fall komplett problemlos. Es ist wirklich nur 6K 75. Als Hinweis, wenn man die vollen 200 FPS ausnutzen möchte und dementsprechend im Super 16 Crop arbeitet, sollte man auf jeden Fall hochwertige Objektive benutzen, weil man natürlich durch den krassen Zoom Objektivfehler und allem voran chromatische Aberration enorm sieht und das ist einfach ein Qualitätsverlust, den kann keine Kamera wieder wettmachen. Zusammenfassend zu den Zeitlupen muss ich auf jeden Fall sagen, dass sie mich wirklich krass begeistern. Der Qualitätsunterschied zu Kameras wie beispielsweise einer GH5, die für ihre Zeitlupenaufnahmen extremes Line-Skipping betreibt, sind wirklich unverkennbar, wirklich enorm. Und da weiß man auf jeden Fall, was man an der Kamera hat. Das größte Problem, was ich und wahrscheinlich super, super viele andere und wahrscheinlich alle, die das hier gucken, sehen, ist die Stabilität. Es sind so Dinge wie dieser 6K 75 Modus, der irgendwie einfach nicht läuft und keiner weiß genau warum. Aber auch noch viel schlimmer, was wir am Set hatten. Wir haben die Kamera auf unser Mavic Pro Gimbal gepackt und der einzige Anschluss, der dran war, war ein HDMI-Kabel. Und die Kamera ging teilweise einfach nicht an, beziehungsweise hat sich beim Hochfahren aufgehangen und hat nur noch rot geblinkt. Und dann hat es nur noch geholfen, einfach mehrfach neu zu starten und irgendwann ging es dann und man hat auch wieder ein Bild bekommen. Und wenn einem sowas am Set passiert und man weiß einfach nicht warum, das ist definitiv mehr als unangenehm und eine Sache, die ich nicht erleben will. Abgesehen davon lief bei meinem Test mit der Kamera alles stabil. Was natürlich nicht heißen muss, dass es nicht noch mehr Probleme gibt, sondern leider Gottes nur, dass nicht mehr Probleme aufgetreten sind in den paar Tagen, die ich mit der Kamera hatte. Und das ist das, was ich vorhin schon meinte. Ist die Mavro LF wirklich von richtigen Kameraleuten in echten Set-Situationen getestet worden? Ich wage das im Moment zu bezweifeln, melde mich aber definitiv freiwillig, das zu tun. Ich weiß, ich habe viel gemeckert, aber ich möchte Kinefinity am Markt sehen. Die Ergebnisse, die man von der Mavro LF bekommt, die sind wirklich sehr, sehr geil. Aber es darf einfach niemand die Angst haben,
dass die Kamera am Set versagt. Statt also jedes Jahr ein bis zwei neue Modelle auf den Markt zu bringen, würde ich mir von Kinefinity wünschen, dass die aktuellen Modelle durch Firmwares stabiler gemacht werden und bestehende Probleme ausgemerzt werden. Ich bin mir sicher, das geht, und ich bin mir sicher, dann ist die Mavo 11 ein krasser Gamechanger. Vielen Dank, das war's von mir. Ihr habt mit Sicherheit noch Fragen über die Kamera offen, dementsprechend scheut euch nicht davor, diese in die Kommentare zu schreiben. Und falls ihr neu hier seid, abonniert doch gerne den Kanal, wir machen hier viel so Technikkram und klickt euch mal durch ein, zwei andere Videos durch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.